Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir wollen keine Sekunde verlieren und gleich weiter mit den Kriegshandlungen fortsetzen. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir vielleicht bald zu einem Ende kommen. Aber eine Sache lässt mich ein bisschen technisch zweifeln. Schaut euch das mal an. Hier sind jetzt tatsächlich 12.000 gegnerische Soldaten und die Freunde aus Neapel, die stehen hier rum, überlegen und tun nichts. Das ist merkwürdig. Die nächste merkwürdige Sache, hier sind 1.000 Gegner und hier stehen 28.000 unserer eigenen Truppen und tun nichts. Ich habe jetzt mal komplett das Spiel nochmal neu geladen. Vielleicht ist da irgendwas eingeschlafen, KI-mäßig. Naja, ich habe auch das Spiel nochmal neu gestartet. Ich hoffe, da tut sich jetzt was. Wir wollten jetzt hier erstmal stehen bleiben, aber was wir, glaube ich, wie sind wir jetzt im Minus? Wir machen doch was. Wir werden nochmal Söldner akquirieren. Wobei das jetzt sehr, sehr überschaubar ist, was jetzt hier noch möglich ist. 4.000, das lohnt sich eigentlich kaum. Nee, vielleicht wird das noch mehr. Wir warten erstmal hier ab, was der Gegner tut. Er zieht hier weiter südlich. Champagne. Vielleicht will er von Süden aus angreifen. Hier zieht er nach Calais. Okay, was machen die hier unten? Die gehen in die Auvergne oder die kommen in den Norden. Was natürlich auch nicht gut ist, aber es hat hier absolute Priorität, dass wir Rethel kriegen. Weil wenn wir das geschafft haben, dann würden wir mit auf Anhieb einen Kriegsstand von plus 25% haben. Und das ist schon Hammer. Also, schauen wir. Schauen wir, was hier zu tun ist. So, sie ziehen nach dort. Sie vereinigen sich offenbar hier. Na gut, es sind 77.000, aber wir haben hier mehr. Noch. Denn die 20.000 kommen hier auch in den Norden. Aber ist egal. Wir schaffen das. Rethel muss fallen. Das ist die Devise. Die müssen auch erstmal so koordiniert vorgehen. Und wo ziehen sie hin? Nach Cambrai. Gut, von dort aus gibt es ja alle Optionen. Okay, hier kommen immerhin noch 7.000 neue Franzosen. Jetzt wird es gleich krachen. 26. Dezember, müssen wir aufpassen. Was tun sie jetzt? Sie ziehen jetzt dorthin. Okay, dann eilen wir jetzt zur Hilfe, weil das ist jetzt wichtiger als die Belagerung. Auf jeden Fall. Wir werden nochmal kurz hier zusammenschließen und dann losmarschieren. Hauptsache Tell bleibt unangetastet. Das ist der entscheidende Punkt. Wann sind wir da? 31. Sie sind am 29. da. Das ist soweit okay. Das ist soweit okay. Die tun hier echt immer noch nichts. Es ist unfassbar. Die stehen hier rum und gucken zu, wie ihre eigene Provinz erobert wird. Oh Mann. So, los jetzt. Los, Leute. Ah, sie brechen ab. Warum? Warum beendet ihr die Belagerung von Rethel? Ich fasse es nicht. Leute, seid ihr verrückt? Oh nein. Sie machen weiter bei 0%. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Eine Schrecksekunde. So, Leute. Stürmt den Scheiß. Erobert diese blöde Provinz. Macht irgendwas. Ich halte es nicht mehr aus. 7%. Bitte. Lass das Ding. Warum zieht ihr weg? Ihr werdet nicht angegriffen. Es gibt überhaupt keinen Grund. Ich könnte ausrasten. Ich fasse es nicht. Was machen wir denn jetzt? Wie groß ist denn hier die Belagerung? Wie groß ist denn die Gegnerarmee? 4.000 noch. Das heißt, wir müssten hier 5.000 hinstellen. Und dann müssten wir selber Rethel belagern. Aber das ist doch so frustrierend. Das hätte mir mal eine Warnung sein sollen. Ich hätte da selber hinmarschieren müssen.
Ich kann es nicht glauben. Die sind jetzt dorthin gezogen, damit die dort... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum tut ihr sowas? Kässchen ist verwestlicht. Toll. Und jetzt kommt es hier zur Schlacht und wir sind immerhin bei minus 14%, aber... Tja, ist die Frage. Steigen wir jetzt hier in irgendeine Schlacht ein? Wo zieht ihr hin? Nach Cambrai. Warum sind wir bei 56? Wir haben doch nicht die Belagerung abgebrochen. Na, denn es ist auch egal. So, jetzt kommt es hier zur Schlacht. Aber wisst ihr was? Hier tun wir nichts. Hier tun wir nichts. Das könnt ihr ganz alleine ausfechten. Wir bleiben jetzt hier in Rethel stehen. Wir wollen jetzt dieses blöde Ding. Wir wollen Rethel. Und dann werden wir uns ausklinken. Dann werden wir euch sowas von... Ich will nichts mehr mit den Franzosen zu tun haben. Die werden jetzt hier vernichtet von 94.000 Mann. Die Frage ist, ob wir noch Rethel kriegen. Ich meinte, im Notfall stürme ich. Ich stürme den Mist. Ich will das Ding beenden. Ich will überhaupt mal zur Belagerung gehen. Oh Gott, die Moral ist noch so extrem gut. Wieso haben wir überhaupt 0%? Ist egal. Wir ignorieren jetzt alles um uns herum. Wir bleiben hier stehen. Und wir schießen diese Provinz kurz und klein. Da oben sind schon ohne Ende weitere Patrioten. Um die könnt ihr euch mal kümmern. Komm, wir haben 7%. So, die Silberflotte. 7%. Los, 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 los. Kümmert euch doch mal bitte um eure Rebellen. 21%. Jetzt geht's voran. Da kommt's zur Schlacht. Das ist okay. Hauptsache, wir können ungestört weiter diese blöde Provinz erobern. Kommt, 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 kommt. Und das Tollste wäre, wenn ihr euch dann um eure Rebellen kümmern könntet. So, jetzt, 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 jetzt. 28%. Oh. Okay. Aber sie kümmern sich nicht um uns. Sie kümmern sich nicht um uns. Doch jetzt vielleicht. Jetzt wird es kritisch. Wenn sie gegen uns ziehen, wird es kritisch. Aber nein, sie gehen wieder zurück zu Île-de-France. Ist in Ordnung. Wir sind 20.000 in Luxemburg. Wir haben 28%. Los, Leute. Rethel muss fallen. Die Vertreibung der Morisken. Leute, das ist jetzt sowas von... Das nervt jetzt gerade total. 49%. Und in den Malediven wird unsere Armee angegriffen. Okay. Lasst uns das doch mal angucken. Der südliche Teil Spaniens wurde vor allem von Morisken bewohnt. Die Morisken waren Mauren, die nach der Reconquista unter Zwang zum Christentum konvertiert waren. Unter ihnen gab es viele, die im Verborgenen ihren alten Glauben weiter praktizierten und spielten den Osmanen Informationen zu, die diese zu Überfällen auf die spanische Küste nutzten. Die Verfolgung durch die spanische Inquisition und die harte Gesetzesauslegung führten zu einem blutigen Aufstand, der von Philipp II. Unter Mithilfe von Johann von Österreich niedergeschlagen wurde. Die Morisken waren trotz der Verfolgung erfolgreich und brachten die Landwirtschaft, den Handel und das Handwerk Spaniens zum Erblühen. Im Jahre 1609 verfügte Philipp III. Jedoch unter dem Einfluss des Herzogs von Lerma, dass sie aus religiösen und politischen Gründen vertrieben werden sollten. Die Morisken hatten nun das Land zu verlassen und durften nur so viel mitnehmen, wie sie tragen konnten. Der Rest ihrer Habe wurde konfisziert. Diese Vertreibung sollte sich für Spaniens Wirtschaft als großer Verlust erweisen. So, entweder vertreiben wir sie. Die Morisken wenden sich nach Brunei. Unruhe ohne Ende. Oder wir behalten sie im Land. Aber wir werden das jetzt aus der katholischen Perspektive her betrachten und deshalb vertreiben wir sie. Los, auf geht's. Und damit haben wir im Übrigen auch 100. Und was machen wir damit? Erhöhen wir wieder Merkantilismus. Zinsen minus 1% ist egal. Rekrutenreserve. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber wir kriegen das auch so hin. Ich glaube, wir machen das wieder. Wirtschaftsmonopol sanktionieren. So, aber jetzt hier die eigentlich spannende Frage ist.
Okay, die eigentlich spannende Frage ist, kriegen wir es hin? 49%, nicht mehr lange. Und dann ist es geschafft. Und dann steigen wir aber sowas von aus diesem Krieg. Los, Leute, die Uhr tickt. Ich vergesse alles drumherum. Die Welt ist mir völlig egal. Ich will nur diese Provinz endlich erobern. Die Silberflotte ist noch gekommen. Und die Belagerung von Rethel ist gelungen. 28% Kriegsstand haben wir damit. 28%. So, und was machen wir mit diesen 28%? Das ist jetzt die spannende Frage. Sie würden erstmal einem weißen Frieden schon zustimmen. Und jetzt ist die Frage. Kommen wir, wir werden jetzt hier knallhart aussteigen. Und gibt es jetzt irgendetwas, was uns besonders interessant erscheint? Darüber habe ich jetzt noch nicht lange nachgedacht. Das sollte ich aber jetzt mal tun. Wir könnten jetzt natürlich hier Provinzen erobern von Großbritannien, hier vom Kolonialreich. Aber das würden sie schon, eine Provinz würden sie schon nicht akzeptieren. Uiuiuiuiuiui. Ach, Kriegsstand 4%. Wieso steht hier 28%? Ach, das ist der Kriegsstand des Gesamtbündnisses. Unser Kriegsstand ist... unser Kriegsstand mit Burgund ist natürlich geringer. Das heißt, wir können Provinzen erst kriegen, wenn wir über 10% kommen. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich an dieser Stelle nur ein weißer Frieden möglich. Mehr nicht. Und jetzt ist die spannende Frage. Sollten wir uns darauf einlassen oder nicht? Machen wir, ziehen wir das hier weiter durch? Das ist der Knackpunkt jetzt. Wobei, hier wird schon Île-de-France belagert. Wir haben hier 110.000 Mann. Hier gab es offenbar einen kleinen Sieg, erfreulicherweise. Aber ansonsten sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo hier irgendeine französische Armee ist. Hier ist noch eine, 21.000, die uns jetzt helfen könnte. Man müsste ja als nächstes diese Armee besiegen unter diesem super starken Anführer Georg Franzitz. Leute, ich glaube, ich steige aus. Wir kommen hier aus dieser Nummer nicht mehr besser raus. Ihr habt es gesehen. Es ist ziemlich schnell möglich, dass wir hier besiegt werden und dass Rethel dann zurückerobert wird und dann ist alles wieder Fujikato. Insofern werde ich mich zurückziehen. Ja. Es ist zwar sehr bitter jetzt nach so vielen Jahren Krieg. Und wir müssen bedenken, oh verdammt, unser Waffenstillstand hier unten läuft demnächst aus und wir haben da noch nichts hingeschickt. Und hier stehen 27.000 wild gewordene Freunde aus Brunei, die auch noch was von uns wollen. Also gerade auch unter diesem Blickwinkel glaube ich, wir sollten diesen Separatfrieden jetzt schließen. Okay. Es tut mir leid, Frankreich. Aber das hast du dir ganz allein selbst zuzuschreiben, Karl der VIII. So erbärmlich kann man diesen Krieg einfach nicht führen. So unvorbereitet, so schlecht taktisch durchgeführt. Puh. War das jetzt der Weiße Frieden? Oder haben wir jetzt Quatsch gemacht? Na, wir werden es sehen. Ja. Wohlan. Gesenkten Hauptes. Naja, wir haben nicht verloren. Immerhin. Das muss man ja auch mal sagen. Die Söldner werden wir abspalten. Und sie dann direkt nach Hause schicken, denke ich mal. 21.000 Mann bleiben von diesem großen Feldzug übrig. Tja, wir haben nicht verloren, aber... naja,
Es war eine unglaublich blutige, teure Angelegenheit, die 5 Jahre, 5 Jahre gekostet hat. Hat 5 Jahre Geld gefressen, hat Geld, dem wir sonst was hätten tun können und so weiter. Ich will es gar nicht aufführen. Und was vor allem droht, ist jetzt hier ein Krieg gegen Brunei. Denn im Oktober, in einem Monat, läuft der Waffenstillstand aus und wir haben versäumt, unsere Flotte dorthin zu schicken. Das Einzige, was wir hier haben, sind 11 und nochmal 10 leichte Schiffe. Das ist die nächste Bedrohung. Aber der müssen wir uns dann in der nächsten Staffel stellen. Für dieses Mal ist es erstmal vorbei. Wie gesagt, diese Sonderfolge, die hatte nur dem Ziel, jetzt diesen Krieg ein Ende zu bereiten und damit diese Staffel zu einem vielleicht nicht sehr würdigem Ende, aber immerhin zu einem Ende zu verhelfen. Und da sind wir jetzt angekommen. Ich verabschiede mich, wie immer, eine Woche Pause und dann geht es weiter, womöglich bald mit dem nächsten Krieg gegen Brunei. Wir werden sehen. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.